Freunde, ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar heute schauen wir uns gemeinsam ein Video an, und zwar das neue Musikvideo von Kianosch und Jamul. Ja, das Video kommt jetzt auf jeden Fall etwas später als gedacht, aber ich hatte in letzter Zeit keine Zeit dafür. Kurz zu Kianosch, der hat bei Leon Luflock noch ein Interview abgegeben. Das Interview ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Geht fast 2 Stunden, aber das könnt ihr euch auf jeden Fall reinziehen für diejenigen, die es interessiert. Dann würde ich einfach mal sagen, los geht's. Mache Party, keine Zeit für Party. Yeah, du sagst, mach mal Ding und hol mal dabei. Richtig geil auf jeden Fall. Ich glaube, das ist schon die Hook gewesen. Gebe Gas und Party. Mache Party, keine Zeit für Party. Und egal, wo ich hingehe, jeder will ein Chef. Sehr geil am Anfang. Den Part hat auf jeden Fall Kianosch gesungen und jetzt ist dann Jamul eingestiegen. Jamul ist ja auf jeden Fall mehr für seinen Gesang berühmt und Kianosch eher für die aggressiven Rap-Parts. Auf jeden Fall übertrieben geiler Song auf jeden Fall. Die beiden haben meiner Meinung nach mehr Hype verdient. Also sind ja beide gerade nicht wirklich übertrieben gehypt. Aber für das Talent hätten die auf jeden Fall viel, viel mehr verdient. Ich hab geschafft, ich hab für wenig Geld. Doch ich brüchte mich schon immer selbst. Gestern saßen wir noch in den Zellen und heute wach ich auf in einem 5-Sterne-Hotel. Ich leg mein Traum und du bist abgetürzt. Dreh es auf, nur damit die ganze Stadt es hört. Richtig, richtig geil auf jeden Fall. Feier ich übertrieben bis jetzt. Sag mir, was ist das für eine Welt? Farbwappen, dann Designer her. Falls ich falle, steh ich einfach wieder auf. Also die zwei passen auch perfekt zueinander. Kianosch eher mit seinen Rap-Parts und dann Jamul mit seinem Gesang. Passt auf jeden Fall sehr, sehr gut zusammen. Ja, hier im Refrain, in der Hook auf jeden Fall dieses Rari statt Ferrari. Manchen gefällt es auf jeden Fall nicht. Ich finde es an sich jetzt nicht schlimm, man gewöhnt sich auf jeden Fall dran. Ist ja etwas höher und nur dieses Rari. Aber geht schon klar. Umso öfter man das hört, umso besser klingt es dann im Endeffekt. Ist auf jeden Fall nicht schlimm. Es stört auf jeden Fall nicht. Richtig geil. Auf jeden Fall übertrieben gelungener Track von den beiden. Solche Moves feiere ich immer übertrieben. Kapital hat auch im Fick 31er Video einen richtig geilen gearbeiteten Move.
Globus. Ich bin im Fokus. Geil. Durch die Nacht, ich bin in meinem Modus. Geblendet von dem Spotlight. Falls ich falle, steh ich einfach wieder auf. Der Himmel ist die Grenze, lass mich fliegen, bin im Rausch. Alles hat ein Ende, ganz egal, an was du glaubst. Doch bis dahin flieg ich weiter und lebe mein Traum. Also an sich, das Video ist auch relativ geil gemacht. Hier mit noch, hier mit diesen Schneeflocken noch. Sie liegen noch Schrecken, noch lange nicht in meiner Haut. 220 Minuten vor der Lounge. Finde eine Dauer, sieht meine Ruhe, die ich brauche. Ich lass es raus, ich schrei es raus, ja, ja, ja. Gebe das und rolle. Dieser Übergang von dem Beat ist auch richtig pervers, ohne Spaß. Erstmal, wenn der Bass dann einschlägt, ist einfach zu brutal. Ich brauche, ich lass es raus, ich schrei es raus, ja, ja, ja. Gebe das und rolle. Also Respekt auf jeden Fall an den, der den Beat gebaut hat. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Ballert gut. Der erste Song auf jeden Fall von Kianosch, der mehr oder weniger so den Ohrwurm-Faktor hier mit sich bringt. Er hat ja eigentlich immer eher die Rap-Schiene gefahren und feiere ich auf jeden Fall. Also hier nochmal aus dem Album Safe. Ist auf jeden Fall ein geiler Track geworden. Kann man sich gut geben. Richtiger Ohrwurm-Faktor. Feiere ich auf jeden Fall. Und ja, in diesem Sinne, check Kianosch ab. Streamt den Song auf Spotify. Und in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.